So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay Spezial. Wie ihr unschwer im Hintergrund erkennen könnt, befinde ich mich vor der Eishockeyakademie in Liefering, in der am Marienfeiertag das spannende Spiel zwischen der U16 des EC Red Bull Salzburg und des ECKC aus Klagenfurt stattfand. Dieses Spiel war ein wahrer Eishockey-Krimi und daher würde ich sagen, schauen wir uns gleich das erste Drittel an. Im Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen den KC in der Altersklasse U16 sind zunächst einmal die Salzburger am Puck. Die Nummer 22, das ist übrigens Senna Peters. Der Stürmer des EC Red Bull Salzburg, jetzt wieder ein neuer Versuch. Und im Tor der Gäste begann die Nummer 35, Fabian Horn. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Pass, sehr gut aufgepasst, weil es bringt nichts ein. Schuss! Eine gute Aktion, aber auf jeden Fall tat sich in der Anfangsphase nicht wirklich Entscheidendes. Es bleibt vorerst beim Torlosen 0:0. Zu erwähnen ist auch, dass auf Seiten der Gastgeber die Nummer 1 Florian Pugl im Tor stand und sein Backup war zumindest in dieser Phase die Nummer 30 Thomas Vermeier. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Schöne Aktion. Kontermöglichkeit. Uiuiui, das war vielleicht ziemlich knapp. Wieder ein Rückpass. Schuss und abgewehrt. Die Nummer 35, Fabian Horn, hat in dieser Phase sehr gut aufgepasst und konnte einen Gegentreffer verhindern. Es bleibt vorerst beim Niskepulli. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit, nicht ganz ungefährlich. Pass. Schuss scheitert zunächst an Florian Pugl, der sehr gut aufgepasst hat. Nachschuss. Die Verteidiger bringen den Puck nicht weg. Die Nummer 24 haben wir gerade gesehen. Maximilian Zuber. Rückball. Neuerlicher Versuch. Der KC kann sich den Puck in der eigenen Verteidigungszone zurückerobern. Wird hier nicht attackiert. Pass. Schuss. Noch ist der Puck nicht im Tor. Herrlicher Einsatz. Schuss und Tor 0:1. Der Torschütze Marco Sunic, die Nummer 90 des ECKAC. Spielstand auf jeden Fall 0:1 und somit ein alles andere als optimaler Start für die Salzburger. Das Spiel ist natürlich unterbrochen und ja, wir haben gerade die Nummer 21 gesehen. Das ist André Lohninger, der Verteidiger, und das Spiel wird natürlich mit einem Bulli im Mittelkreis fortgesetzt. Wieder die Salzburger am Puck. Sehr gut gemacht. Es steht 0:1 in dieser Phase. Nimm dort das mit etwas besserer Verteidigungsleistung durchaus zu verhindern gewesen wäre. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gäste bleiben am Puck in der Angriffszone. Wieder die Nummer 5, Nikolas Ofner. Schuss, gut aufgepasst, herrlich gemacht von Florian Pugl, der sich hier bei diesem Schuss auszeichnen konnte.
Es gibt Bulle vor dem Tor der Gastgeber. Dann wieder ein Rückpass. Schöne Aktion. Pass. Sehr gut gemacht, aber ebenso gut aufgepasst von Goalie der Gäste, Fabian Horn. Jetzt wieder ein neuer Rückpass. Kein Abseits entscheidet der Schiedsrichter, wie wir am Wave-Out erkennen, wo ein Schiedsrichter beide Seiten auf die Seite aussteigt. Da wieder ein nicht ganz ungefährlicher Konter, aber sicher gefangen von Florian Bugl. In der Fanghand und das Spiel wird natürlich mit einem Bulli fortgesetzt, wie bei jedem Save. Wird eingeworfen. Pass. Gute Aktion. Schuss. Pass. Immer noch dies. Halsburger einmal im Angriff. Wird hier regelkonform gestoppt. Kontermöglichkeit für die Gäste. Pass, wieder sehen wir hier die Nummer 90, Markus Sonic, der das 0:1 erzielt hat. Schuss, Pass, sehr gut aufgepasst von den Salzburgern in dieser ersten Anfangsphase. Alles in allem ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Und auf jeden Fall eine bislang tadellose Leistung von Florian Bugl im Tor der Gastgeber. Ich weiß nicht, was es bei dieser guten Leistung auszusetzen gibt. Jetzt wieder ein Rückpass. Salzburger befinden sich noch in der eigenen Zone. Schuss. Schuss. Das war nicht ganz einfach. Sehr gut gemacht und herrlicher Einsatz vom Florian Bugl. Sicherlich der beste Mann in der Anfangsphase bei den Salzburgern. Spiel wird auf jeden Fall fortgesetzt. Rückpass. Salzburger bleiben noch dran. Schöne Aktion. Schuss, sehr gut aufgepasst. Kontermöglichkeit. Bleibt allerdings dieses Mal hängen. Jetzt wieder die Salzburger. Pass. Puck geht vorerst zum Glück am Tor vorbei. Pass.
Schöner Angriff der Nummer 19. Das ist Leon Wallner, der wir noch auf jeden Fall als Torschütze in Aktion sehen werden. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Es gibt Bulle vor dem Tor des ECKC. Der gerade ausgeführt wird. Die Salzburger bleiben an der Scheibe, sollten ihn kommen. Das war vielleicht ziemlich knapp. Hätte durchaus ein Tor sein können, aber so steht es nachher von 0 zu 1 in dieser auf jeden Fall sehr spannenden Partie. Noch ist alles offen und nichts entschieden. Und wieder die Salzburger Angriffsdrittel und gut aufgepasst von Herrn Horn im Tor der Gäste. Auch wie gesagt eine sehr gute Leistung von beiden Goalies. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Steht hier auf jeden Fall absolut richtig im kurzen Eck und direkt bei der Stange, wo ein Goalie bei einem Schuss von der Seite auch zu stehen hat. Gibt Offside. Das Spiel wird mit einem Bulli fortgesetzt. Vielleicht sollte man erwähnen, die Nummer 2 ist Maximilian Wagner, der Stürmer des EC Red Bull Salzburg in Altersklasse U16. Jetzt neuerlicher Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Sehr gut gemacht. Immer noch die Spieler des ECKC an der Scheibe, verlieren sie an die Salzburger, die sich doch etwas leichtfertig in der eigenen Verteidigungszone spielen. Sollte eigentlich nicht passieren und solche Querpässe sind natürlich für einen Goalie oft schwer einzuschätzen und daher sehr unangenehm. Jetzt wieder ein neuerlicher Versuch. Pass. Eine ziemlich spannende Sache, diese Begegnung hier im ersten Drittel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem KC in der U16 Bundesliga. Wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Vielleicht jetzt. Uiuiuiui. Wieder mal ein. Gut, aber er wird hier eher halbherzig attackiert. Könnte man durchaus näher hingehen und auf jeden Fall den Mann decken und somit die Chance auf einen Schuss unterbinden. Und es gibt auf jeden Fall eine Strafe. Stockschlag entscheidet der Schiedsrichter.
Es gibt wohl ein Tor der Gäste. Hier eine neue Kontermöglichkeit. Wir sehen hier Zena Peters, Verteidiger, übrigens den Bruder von Peter Wouters, der ja als Goalie ebenfalls ein Defensivspieler ist. Dann wieder ein neuerlicher Versuch. Pass, Schuss, immer noch die Salzburger am Puck. Schuss, aber auch dieses Mal bringt es nichts ein. Doch die Salzburger setzen nach. Spannende Begegnung. Und der Möglichkeit, immer noch die Salzburger am Puck, Pass, Schuss, immer noch die Salzburger sollten nachsitzen, vielleicht jetzt, aber es bringt vorerst nichts ein, jetzt, kriegt einen Schuss, bleibt hängen, aber scheitert vorerst noch am sehr starken Fabian Horn. Dort der Gäste. Es bleibt beim 0:1 in dieser Begegnung. Alles auf jeden Fall in dieser Phase noch offen. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Pass. Schön gemacht. Rückpass. Die Salzburger bleiben vorerst noch am Puck. Hier sehen wir von Florian Pungl einen sehr sehenswerten Pass. Möglichkeit. Gäste bleiben vorerst noch dran. Und jetzt wieder ein neuer Versuch. Alles in allem eine super und absolut sehenswerte Begegnung. Vielleicht jetzt Kontermöglichkeit. Schuss scheitert zunächst noch an Fabian Horn im Tor der Gäste. Und da! Ausgleich zum 1:1, der Torschütze mit der Nummer 19, Leon Wallner, herrlich gemacht und somit ist alles wieder offen. Super Partie kann ich an dieser Stelle dazu nur sagen. Das Spiel wird natürlich mit einem Bulli für die Gastgeber fortgesetzt. Die Salzburger bleiben dran. Genau so stelle ich mir ein Eishockeyspiel vor. Spannend und mit sehr sehenswerten Paraden von beiden Goalies. Wie gesagt, sehr schöne Treffer. So macht Eishockey eigentlich wirklich Spaß. Jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Ui, schön gemacht. Das war nicht so einfach, wie es aussah. Aber eine sehr super Leistung von Fabian Horn im Tor der Gäste. Sein Backup ist übrigens Anja Adamatic, eine Torfrau. 1:1 in dieser Begegnung. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass.
Schöne Aktion, sollte man durchaus mehr machen. Hinter dem Tor von Fabian Horn bleiben die Salzburger, aber auch da bringt es nichts ein. Immer noch die Salzburger. Untermöglichkeit. Sehr gut aufgepasst von der Defensive. Die Nummer 5, Niklas Offner mal zu sehen. Und ein Tor. Hätte eigentlich fast scheppern können. Ja, müssen. Aber es steht 1-1 und das Spiel bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt wieder Niklas Offner. Verliert den Puck an die Salzburger. Die Nummer 5 bei den Salzburgern ist übrigens Lukas Hörl. Wieder eine neue Kontermöglichkeit. Pass. Schuss. Sehr gute Aktion. Aber auch da bringt es nichts ein. Neuer Versuch. Uiuiuiui. Das war jetzt eine weitere gute Torchance, die man normalerweise reinmachen sollte. Aber jetzt aufpassen. Neue Möglichkeit. Es bringt aber nichts ein. Niklas Offner versucht es. Und es gibt dieses Mal Bulli. Der Grund dafür ist mir allerdings nicht ganz leicht zu erklären. Ja, Grund sehen, Maximilian Zuber mit der Nummer 24. Rückpass. Super Partie. Nachschuss. Pass. Schöne Kontermöglichkeit. Aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt vorerst beim Torlosen. Beim Knorrarmen 1-1 unentschieden. Wie gesagt, beide Mannschaften spielen auf Augenhöhe. Das 1-1 geht vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Jetzt wieder ein neuerlicher Versuch. Pass. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. 1-1 ist der aktuelle Spielstand. Jetzt wieder die Salzburger in der eigenen Verteidigungszone. Hier wäre es natürlich wichtig, den Puck nach Möglichkeit wegzubringen, was auch gelingt. Aber leider findet sich keine Anspielstation und die Gäste aus Klagenfurt können sich den Puck zurückerobern. Jetzt wieder eine neue Aktion. Pass, Schuss, scheitern hier noch an Florian Pugl und der Puck geht ins Out. Jetzt wieder. Dann wieder die Salzburger in der eigenen Verteidigungszone. Wir sehen wieder Maximilian Zuber. Ist der Puck. Johannes Platter, die Nummer 55, haben wir gesehen. Aber auch da bleibt es vorerst beim 1-1 unentschieden. Jetzt wieder die Nummer 77, John Bergmann. Die Gäste bleiben allerdings dran. Verlieren den Puck. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Schuss und Tor
1:2 der aktuelle Spielstand, der Torschütze erneut Marko Sunic mit der Nummer 90. Es hat sich abgezeichnet und es wäre natürlich auch wichtig, wenn man den Puck vom eigenen Tor fernhalten kann. Jedenfalls steht es 1:2 in dieser Begegnung und es ist zumindest dann, wenn es im ersten Drittel so steht, noch nichts verloren. Jetzt wieder gehst den Puck. Pass. Immer noch die Geste am Puck. Wiederum Schuss. Und dieses Mal hatte auch Florian Bugl den Puck sicher in der Fanghand. Es gibt natürlich logischerweise Bulli vor dem Tor der Salzburger. Dann wieder die Salzburger im Angriff. Schöne Kontermöglichkeit. Fährt aufs Tor, scheitert zunächst. Die Salzburger können sich den Puck noch zurückerobern. Jetzt wieder Rückpass. Neuerliche Kontermöglichkeit. Versucht hinzugehen, was auch gelingt. Schuss! Nachschuss! Scheitert zunächst, wird das vielleicht noch der Ausgleich in dieser ersten Drittel. Es bleibt spannend. Jetzt wieder ein Rückpass. Ja, die Chancen sind da, nur es wäre natürlich auch wichtig, dass man die Chancen, die sich bieten, auch nützt. Das tun die Salzburger auch 2:2 kurz vor dem Ende dieser Begegnung durch den Oskar Mayer mit der Nummer 20, der hier den Ausgleich erzielen konnte. Und dieses 2:2 ist auch der Spielstand nach den ersten 20 Minuten. Der Jubel natürlich auf Seiten der Salzburger entsprechend groß. So knapp vor dem Ende ist es natürlich psychologisch eher nicht so optimal, wenn man ein Tor kassiert. Und es stellt sich die Frage, wie es der KAC wegstecken wird. Man wird auf jeden Fall sehen. Hier noch ein Anstoß in dieser ersten Drittel. Zu 2, so lautete also das Ergebnis im spannenden ersten Drittel, wobei zu sagen ist, dass die Gastgeber mehrmals einen Rückstand nachliefen und somit auch kurz vor dem Ende dieses ersten Abschnittes den Ausgleich erzielen konnten. Die Frage also war, inwieweit es den Gästen aus Kärnten gelang, diesen späten Ausgleich wegzustecken und welche Mannschaft besser ins zweite Drittel startete. Diese Frage werden wir gleich beantworten und wir schauen uns als nächstes das zweite Drittel an. Und so viel kann ich verraten, in diesem Drittel wechselte die Führung mehrmals. Beim zweiten Drittel im spannenden Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem KAC der Altersklasse 16 zunächst einmal ein Safe von Fabian Horn im Tor der Gäste. Es steht aktuell 2:2 und wie schon erwähnt, fehlt der Ausgleich erst wenige Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts und somit stellte sich die Frage, inwieweit die Gäste aus Klagenfurt
diesen späten Gegentreffer wegstecken. Vorerst gibt es Bulli und die Salzburger sind in der eigenen Verteidigungszone. Wir sehen hier mit der Nummer 22 den Stürmer Peters Senna. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger sind an der Scheibe, verlieren allerdings den Puck und es gibt wieder einen Angriff. Gute Aktion, aber auch da kamen die Salzburger nicht wirklich vor das Tor von Florian Bugl. Jetzt wieder ein Angriff. Kontermöglichkeit. Verliert hier wieder den Puck. Uiuiuiui, das kann natürlich noch spannend werden beim Stand vom 2:2 in dieser doch sehr interessanten Begegnung. Jetzt wieder ein neuer Pass. Gute Aktion. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerliche Kontermöglichkeit. Die Nummer 22, Senna Peters, ist übrigens der Bruder von Wouter Peters, der ja, wie wir wissen, ein Goalie ist. Jetzt wieder ein neuer Schuss. Sehr gut aufgepasst, Kontermöglichkeit, war auch dieses Mal, können sich die Salzburger nicht wirklich durchsetzen. Der Puck bleibt in der neutralen Zone und es gibt Icing. Oder behaupten allerdings auf jeden Fall nicht vom Schiedsrichter gegeben. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ein Spieler die Chance hat, den Puck zu erlaufen, was natürlich das Icing aufhebt. Die Nummer 17 des ECKC ist übrigens Elias Dobnik, ein Verteidiger der Kärntner. Jetzt wieder ein schöner Check von vorne, auf jeden Fall regelkonform. Und ja, es gibt einen weiteren Treffer für die Gastgeber. 3:2. Der Torschütze war der mehrmals angesprochene Senna Peters. War nicht so einfach wie es aussah und es geht auf jeden Fall ordentlich flott dahin. Die Salzburger erstmals in dieser Begegnung in Führung. Das Spiel geht weiter. Der KC kann zunächst den Puck in den eigenen Reihen behalten. Pass. Im Tor der Gastgeber sehen wir natürlich auch im zweiten Drittel Florian Bugl, der sich hier auszeichnen konnte. Eine herrliche Parade, war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Spielstand aus Salzburger Sicht erfreulich, jedenfalls 3:2 und das Spiel bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt Bulli vor dem Tor der Salzburger. Jetzt wieder eine gute Aktion. Kontermöglichkeit. Fährt aufs Tor, aber auch dieses Mal geht der Puck nicht ins Tor. Sehr gut aufgepasst von der Verteidigung der Klagenfurter.
Kontermöglichkeit. Wieder in herrliche Aktion. Pass. Wiederum ein paar schöne Szenen. Schuss. Gut aufgepasst von den Salzburgern. War auf jeden Fall sicherlich nicht ungefährlich, diese Situation. Beide Goalies boten, wie gesagt, bisher eine sehr gute Leistung und die Tore, die resultierten nicht aus ihren Fehlern, sondern da hat mehrmals die Verteidigung von beiden Mannschaften geschlafen. Dennoch ist der erfreuliche Zwischenstand 3:2 für die Salzburger und für alle, die etwas später eingeschaltet haben. Wir sehen hier das Spiel zwischen den U16-Mannschaften der Red Bulls, den Blauen Dresden und dem ECKC aus Klagenfurt. Jetzt gibt es allerdings wirklich Icing und die Nummer 45 der Gäste, das ist übrigens der Verteidiger Alexander Musa. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Das Spielgeschehen spielt sich in der Verteidigungszone der Gastgeber ab. Pass. Schöne Aktion. Das könnte spannend werden. Neuer Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt im 3:2. Herrliche Parade von Florian Bugel. Im Tor der Gastgeber. Ja, und hier haben wir in den Großaufnahmen Florian Bugel, den Torhüter des EC Red Bull Salzburg, der wie gesagt bisher eine tadellose Leistung brachte und mit einigen sehenswerten Paraden Gegentreffer verhindern konnte. Das Spiel wird mit einem Bulli vor dem Tor des ECKC fortgesetzt und an dieser Stelle sehen wir die Nummer 77, John Bergmann, auch einer von den Verteidigern der Gäste. Jetzt wieder die Salzburger. Pass zur Mitte, sollte abziehen, aber der Puck geht vorbei. Das wäre vielleicht das 4:2 geworden. Sicherlich auch vom Spielverlauf her absolut verdient. Abschuss! Der Puck geht daneben. Die Salzburger bleiben an der Scheibe. Pass! Immer noch eine herrliche Aktion. Nachschuss! Und abgewehrt. Herrlich gemacht von Fabian Horn. War nicht so einfach, wie es aussah. Auch da eine super Leistung, wie ich finde. Im Nachschuss gibt es gibt Bulli in der neutralen Zone. Spielstand 3:2 für die Gastgeber. Herrlich herausgespielt und so ein Hill machte bisher Lust auf mehr. Gibt es noch weitere Tore in diesem Drittel zu sehen? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Die Gäste können sich zunächst befreien. Pass. Können noch den Puck in den eigenen Reihen behalten. Die Nummer 17, der Salzburger Ilias Haas, bleibt dran. Ist jetzt an der Scheibe. Pass. Und auch da können sich die Gäste den Puck zurückerobern. Es gibt allerdings Bulli in der Mitte. Vor dem Tor der Gäste
Es gibt Strafe, der es jetzt eine Strafe gibt, die also in Unterzahl spielen werden. Das Unterzahlspiel im Eishockey wird übrigens als sogenanntes Boxplay bezeichnet, weil bei dieser Situation ein Spieler der bestraften Mannschaft auf der Kühlbox sitzt. Die Kühlbox befindet sich direkt neben der Zeitnehmer und wird auch als Strafbank bezeichnet. Nachschuss und herrlicher Einsatz von Fabian Horn. Da hätte es durchaus ein weiteres Mal scheppern können. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass, Schuss, aber auch dieses Mal abgewehrt. Die Nummer 20 ist Oskar Meyer, der ja den Ausgleich zum 2:2 erzielt hat. Jetzt wieder ein Pass. Schöne Aktion. Pass. Eher ungenau, würde ich mal sagen. Pass. Die Salzburger können sich den Puck in den eigenen Reihen. Wäre wohl angedacht gewesen, aber der Pass war sehr ungenau von Leon Wallner und kam daher nicht an. Hier sehen wir ihn wieder, er trägt die Nummer 19. Pass, Schuss und Tor! 4:2 für die Gastgeber, herrlich herausgespielt. Und Maximilian Männer zielte einen weiteren Treffer, herrlich gemacht zum 4:2. Und auch da war Fabian Horn im Tor der Gäste absolut chancenlos. Herrlich gemacht, es sieht doch gleich sehr, sehr gut für die Salzburger aus. Zum KC ist übrigens an dieser Stelle zu sagen, dass das Farmteam, wie übrigens auch die Red Bull Hockey Juniors, in der zweithöchsten Liga der Elbs Hockey League spielt und die Salzburger mussten sich gegen die zweite Mannschaft des KC übrigens mit 1:2 geschlagen geben. Dann wieder ein neuer Pass. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Hier ein Gedrängel im Verteidigungszone der Gäste. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Und der Möglichkeit, wieder alleine, aber es bringt nichts ein. Der Puck geht allerdings sehr weit am Tor vorbei. Naja, könnte man durchaus mehr machen. Aber gut, Salzburger führen ja erfreulicherweise mit 4:2. Jetzt wieder ein neuer Pass. Rückpass, sehr gute Aktion und gut aufgepasst von der Verteidigung der Salzburger. Hier sehen Sie im Hintergrund auf der Anzeigetafel 4:2, der sehr erfreuliche Zwischenstand. Es hat allerdings, sehe ich gerade, ein Tor gegeben. 4:3. Wiederum sehr einisch. Kein Tor gegeben, steht 4:2 nachher vor, Gott sei Dank. Und Florian Bugl hat es sehr gut aufgepasst.
Alles in allem sieht es in dieser Phase für die Gastgeber sehr gut aus. Pass Nummer 45 sehen wir Alex Moser. Ja. Jetzt wieder. Pass. Buck bleibt in den Reihen der Gäste, die jetzt auf das Tor hinzufahren und sehr gut abgedrängt werden. Ist nicht so einfach, wie es vielleicht ja einen Eindruck erwecken sollte. Pass. Schöne Aktion. Salzburger. Schuss! Scheitert allerdings am sehr starken Fabian Horn im Tor der Gäste. Gute Parade. Und herrlicher Einsatz, sowas will ich als Sportreporter sehen. Jetzt wieder. Pass. Herrlicher Einsatz. Und somit kommt der Ryan Bugel einen weiteren Gegentreffer dahin. Mit solchen Goals macht es natürlich mir als Sportreporter Freude, diese Spiele anzuschauen und für euch darüber zu berichten. Jetzt wieder ein neuer Pass. Voller Einsatz, so ist es auf jeden Fall richtig. Pass. Neuerliche Kontermöglichkeit, zieht ab, scheitert allerdings noch an einem Verteidiger und bringt den Puck nicht in Richtung Tor. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Im Vordergrund die Nummer 25, das ist Maximilian Hengelmüller vom EC Red Bull Salzburg. Auch ein der Stürmer. Pass. Gäste sind zunächst am Puck. Jetzt wieder eine neue Aktion. Wieder ein Schussversuch und kein Problem für Fabian Horn im Tor der Gäste, der den Puck mit der Fanghand sichern konnte. Es gibt logischerweise Bulli vor seinem Tor. Wieder Rückpass. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Sehr gut aufgepasst von Florian Bugel. Da der Gast. Jetzt wieder neue Kontermöglichkeit, der Puck geht allerdings vorbei. Die Gäste können sich nicht mehr erholen und somit gibt es Icing und Bulli im vorderen Tor der Salzburger. Dann wieder ein neuer Bulli vor dem Tor von Florian Bugel. Wieder ein Rückpass. Kontermöglichkeit, sehr gute Reaktion vom Goalie Bugler. Wieder mal eine
Interpretation. Pass. Rückpass. Die Nummer 77 der Gäste ist übrigens Jon Bergmann, auch übrigens ein Verteidiger. Ja, vielleicht sollte man kurz erwähnen, warum ich so oft die Verteidiger erwähne. Es hat den Grund, dass die Verteidiger, ja, wie ihr alle wisst, die Aufgabe haben, den Puck nach Möglichkeit nicht vors eigene Tor kommen zu lassen und den Torhüter nach Kräften zu unterstützen und somit dafür zu sorgen, dass die Scheibe nach Möglichkeit nicht ins eigene Tor hineingeht. Die Stürmer hingegen sollten den Puck ins gegnerische Tor befördern, wobei zu sagen ist, dass beim Eishockey auch die Verteidiger Tore erzielen können, wie eigentlich jeder Feldspieler. Hier sehen wir auf jeden Fall die Nummer 28, Max Kamperl, einen Stürmer, der allerdings derzeit hinten aushelfen muss. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Feldspieler, egal ob sie Verteidiger oder Stürmer sind, zusammenhalten und den Torhüter unterstützen. Denn als Torhüter kann man natürlich auch nicht alles erledigen. Bis zu einem gewissen Grad ist es möglich, die Fehler auszugleichen, und wo dieser Grad liegt, das hängt auch sehr stark vom Torhüter ab. Jetzt gibt es wieder Bulli vom Tor der Gäste. Pass. Neuerlicher Versuch. Schöne Aktion. Noch sehr gut auf. Der Puck geht nicht ins Tor der Gastgeber, was aus deren Sicht natürlich sehr, sehr gut ist. Und Pass. Und auch da konnte sich Florian Pugl im Tor der Gastgeber auszeichnen und mit einem herrlichen Save einen Gegentreffer verhindern. Es steht nach wie vor 4:2 für die Gastgeber. Jetzt eine Strafe kassieren. Es geht die Nummer 24 Maximilian Suber. Beide Mannschaften sind in gleicher Stärke und wenn in dieser Situation ein Tor fällt, heben sich die Strafen anders als bei einem Powerplay-Tor nicht auf und laufen normal weiter. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Schuss. Das war nicht ganz ungefährlich. Neuerlicher Versuch. Es bringt allerdings auch dann nichts ein. Die Salzburger können sich den Puck in der eigenen Reihe behalten. Pass.
und scheitern am sehr starken Fabian Horn im Tor der Gäste. Jetzt ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Ja, sehr sehenswerte Aktion. Pass. Es bringt allerdings nichts ein. Nachschuss. Lehm in den eigenen Reihen. Kontermöglichkeit. Uiuiui, wird nicht attackiert und. Ja. Gerade eben gerettet in dieser doch sehr heiklen Situation. Es steht 2:2. Herrliche Parade. 4:2. Herrliche Parade von Florian Bugel. Das war natürlich in dieser Phase sicherlich ein Big Save, wie er auf jeden Fall wichtig für ein Team ist. Gut gemacht, kann man da nur sagen. Rückpass. Schuss! Nachschuss. Können den Puck nicht aus der Gefahrenzone bringen. Und da ist das 4:3. Der Torschütze war Alexander Moser. Wie gesagt, auch ein Verteidiger. Und wie wir wissen, können auch Verteidiger beim Eishockey den Puck im gegnerischen Tor unterbringen. 4:3 ist der aktuelle Spielstand und das Spiel wird wieder etwas spannender. Jetzt wieder ein neuer Pass. Neuerlicher Versuch. Sehr gut aufgepasst. Und der Puck geht vorbei. Es tut sich nichts mehr. Der Spielstand nach 40 Minuten lautet 4:3 für das Gastgeber des IC Red Bull Salzburg. Spannend und knapp. So kann man auf jeden Fall dieses zweite Drittel bezeichnen, in dem es den Salzburgern gelang, durch sehenswerte Tore einen weiteren Vorsprung herauszuholen und einen knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Nach 40 Minuten stand es 4:3 für die Gastgeber und im Schlussdrittel kam auch Thomas Pfarrmeier, der bei den ersten beiden Dritteln auf der Satzbank saß, ins Tor. Wie er seine Aufgabe gemacht hat und wie dieses Spiel auch endete, darüber darf ich euch im Schlussdrittel etwas mehr erzählen. Im Schlussdrittel kam auf Seiten der Gastgeber, wie schon erwähnt, Thomas Pfarrmeier anstelle von Florian Bugel im Salzburger Tor. Es steht nach wie vor 4:3 für den Gastgeber, die auch gleich in der Angriffszone sind, dort den Puck verlieren, aber noch eine Zeit lang. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Noch können die Salzburger durch die Nummer 22 seiner Bitters ab. Der Puck bleibt allerdings noch in den Reihen der Gastgeber. Jetzt ein Schuss für die Gäste. Und Tor, Ausgleich zum 4:4. Der Torschütze war Fabian Hochecker mit der Nummer 97. Alles wieder offen in dieser Begegnung. Für einen Goalie ist es natürlich nicht unbedingt optimal, wenn er schon beim ersten Torschuss hinter sich greifen muss. Wie gesagt, auf jeden Fall war Thomas Pfarrmeier ohne wirkliche Abwehrchance. Der Anstoßbulle wurde durchgeführt.
Rückpass. Immer noch eine gute Aktion von den Salzburger, die jetzt wieder einen Angriff starten. Pass. Aber der Puck geht derzeit nicht ins Tor der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Sehr weit den Puck vorgelegt. Pass. Wieder ein neuer Schuss und abgewehrt. Gott sei Dank geht der Puck vorbei. Aber auch dieses Mal wäre Thomas Pfarrmeier an der Stelle gewesen. Dann wieder ein neuer Pass. Schöne Aktion. Allerdings, so ist zu sagen, bringt diese Chance nicht wirklich etwas ein. Er steht jedenfalls 4:4 in dieser spannenden Partie und alles ist wieder offen. Weiter Pass. Ein Fehlpass, der bei den Gästen ankommt. Aber kein Problem für Thomas Pfarrmeier. Der Puck ist hinter dem Tor und somit außerhalb der Gefahrenzone. Jetzt wieder Leonardo Zanoff, Nummer 23, die wir hier sehen. Pass. Sehr schöne Aktion. Auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Wie gesagt, eine durchaus sehenswerte Partie. Und ein Spielstand von 4:4 geht auch in absolut in Ordnung. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Sehr schöne Aktion. Pass. Immer noch die Salzburger an der Scheibe hinter dem eigenen Tor. Hier wäre natürlich wichtig, dass man den Puck so weit wie möglich aus der Gefahrenzone bringt, weg vom eigenen Tor. So sollte eigentlich die Devise der Salzburger sein. 4:4 lautete auf jeden Fall der aktuelle Zwischenstand, wie wir im Hintergrund erkennen können. Pass. Neuerlicher Versuch. Die Salzburger bleiben an der Scheibe. Erst ist, tut sich doch einiges. Die Nummer 7, die wir jetzt an der Scheibe sehen, ist Niki Kaste vom KAC. Pass. Los! Oh, herrlich gemacht von Thomas Pfarrmeier.
Das hätte durchaus ins Auge gehen können und das 4:5 bedeuten. Aber schön abgewehrt vom Salzburger Goalie mit der Nummer 30. Pass, Schuss und Tor. Das hat sich abgezeichnet und der Torschütze war diesmal Kakob Jagrinek mit der Nummer 68. Auch dieses Mal keine Chance für Thomas Pfarrmeier, da irgendwie den Puck abzuwehren. Das darf ja nicht wahr sein. 4:5, die Führung hatte erneut zum ECK AC gewechselt. Aber es ist noch relativ lange zu spielen und somit haben die Salzburger durchaus die Chance, wieder den erneuten Ausgleich zu erzielen. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit die Salzburger diese Chance auch nutzen. Jetzt wieder Schuss. Gut aufgepasst von Thomas Pfarrmeier, der hier den Puck sicher festhalten konnte. Und auch wie gesagt, sonst einige Schüsse entschärfte. Im Vordergrund sehen wir natürlich jetzt gerade. Pass, sehr gute Aktion. Pass. Immer noch die Salzburger Scheibe. Pass. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Es steht also derzeit noch vorläufig 2:0. Jetzt wieder ein Pass. Schöne Aktion. Pass. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Wirklich eine absolut sehenswerte Partie. 4:5, auf jeden Fall, alles ist noch drinnen, denn es sind noch gute 10 Minuten zu spielen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Und gut aufgepasst vom Fabian Horn im Tor der Gäste. Jetzt wieder die Salzburger am Puck, finden sich in der Angriffszone, aber bringen in dieser Phase den Puck nicht gefährlich vor das Tor und in eine gute Schussposition, denn beim Eishockey ist die Position direkt vor dem Tor, Geradlinie, die beste Schussposition, die es überhaupt gibt. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit, der KAC, sie versucht es. Pass, wir haben die Nummer 13, der Salzburger. Bernhard Edwin gesehen. Und während hier noch ein paar gute Szenen in der Verteidigungszone der Salzburger zu sehen sind, möchte ich vielleicht auch noch kurz einmal die Schiedsrichter erwähnen. Der Hauptschiedsrichter mit der roten Schleife auf den Armen ist Ernst Gscheider, assistiert an den Linien von Christian Eisel und Andreas Pfauer. Es gibt wieder Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Pass. Jetzt 5, der knappe
Spielstand, wo die Salzburger noch durchaus Chancen haben, diesen Rückstand aufzuholen und gar den Ausgleich zu erzielen. Hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Derzeit sieht es nicht so aus. Gute Aktion. Pass. Neuerlicher Versuch. Und es gibt jetzt wieder eine erneute Möglichkeit, allerdings der Puck vorbei und somit keine wirkliche Gefahr für das Tor von Thomas Fahrmeier. Die das war vielleicht Beinstellen. Thomas Fahrmeier geht vorerst hinaus, dürfte also eine Strafe geben. Jawohl, Beinstellen richtig erkannt, 2 Minuten gegen die Gäste. Es gibt Bulle vor dem Tor des ECK AC. Pass. Immer noch die. Jetzt auf jeden Fall eine ziemliche Abwehrschlacht. Beide Goalies konnten sich in dieser Phase mehrere Male auszeichnen und sicher scheinende Gegentreffer verhindern. Jetzt wieder ein Angriff. Sehr spannend ist diese Begegnung und scheitern am starken Fabian Horn im Tor des KAC. Wieder ein neuer Pass. Schuss. Gut aufgepasst. So, weitergehen. Pass. Schöne Aktion. Und dieses Mal war Thomas Fahrmeier sehr weit aus dem Tor heraus. Was bei einer Angriffssituation durchaus ins Auge gehen kann und zu Gegentreffer führt. War also diese Aktion aus meiner Sicht nicht ganz ungefährlich. Jetzt wieder ein neuer Pass. Pass. Schuss! Abgewehrt! Herrlich gemacht von Thomas Fahrmeier, der sich auch bei diesem Schuss auszeichnen konnte. Hier sehen wir wieder die Nummer 21, André Lohninger vom EC Red Bull Salzburg. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Und sehr gut aufgepasst von Thomas Pfammeier, der Nummer 3 im Tor der Red Bulls. Pass. Die Nummer 25 haben wir gesehen. Maximilian Hagelmüller, Hingemüller. Pass. Neuerlicher Versuch. Immer noch die Salzburger an der Scheibe. Es steht 4:5 für die Gäste. Ja, schön langsam wird es mal Zeit, dass es auch im Tor der Gäste scheppert, sonst gibt es keine Punkte für die Salzburger. Ist an dieser Stelle eine Feststellung. Jetzt wieder Bulle vor dem Salzburger Tor. Pass.
Immer noch ein neuer Versuch. Vor dem Tor der Salzburger erneut der Bulli. Ja, ich habe es ja schon angesprochen, der Hauptschiedsrichter trägt beim Eishockeyspiel auf seinen Armen rote Binden und die Linesmen, also mit anderen Worten gesagt, die Schiedsrichterassistenten tragen weiße. Pass. Der Puck geht am Tor vorbei. Und es gibt erneut Icing. Bulle vor dem Tor des ECK AC. Pass. Neuerliche Kontermöglichkeit für den KAC. Gute Aktion. Neuerlicher Pass sollte abziehen. Kontermöglichkeit. Schuss. Aber die Scheibe geht daneben. Juiuiuiui. Das hätte durchaus der Ausgleich sein können. Ja, müssten. Sehr gut aufgepasst vom ECKC. Und hoch. Das Spiel ist unterbrochen. Die Mannschaft des ECKC wechselt das Spiel aus. Und es gibt Bulli vor dem Tor der Gäste. Spannend diese Begegnung. Die Salzburger drücken auf ein Tor. Nur es wäre halt natürlich gut, wenn der Puck jetzt irgendwie drinnen landen würde. Das würde dem Spiel nämlich neuen Pfeffer geben. Doch zunächst einmal die Salzburger in der eigenen Verteidigungszone. Pass! Neuerlicher Versuch. Ja, und oben seht ihr eingeblendet, welches Spiel hier zu sehen ist. Die U16 Bundesliga zwischen den Red Bulls und dem ECK AC. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es hierbei um das Akademie-Team handelt. Denn die Salzburger Eisbullen haben ja in dieser Altersklasse auch eine Spielgemeinschaft mit den Zeller Eisbären, die allerdings in den Eisbärenreisen in Gelb-Blau spielen. Doch zurück zum Akademie-Team. Pass. Immer noch die Gäste am Puck. 4:5 der aktuelle Spielstand. Jetzt wieder eine sehr schöne Aktion. Pass. Nachschuss. Schuss. Aber der Puck geht wieder nicht ins Tor. Auch da eine sehr gute Torchance, die man halt nutzen sollte. Neuer Versuch. Gut aufgepasst von der Abwehr. Der Puck geht noch am Tor vorbei. Pass. Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Schuss. Und da! Ausgleich zum 5:5. Herrlich gemacht. Und der Torschütze war jetzt mit ein weiterer Treffer für die Gastgeber. Es war Leon Wallner, die Nummer 19. Ausgleich und damit ist alles wieder offen. Spannender geht es ja wohl nicht in dieser Begegnung. Eine super Partie, wie ich finde. Und die Nummer 10 ist JJ Peterka. Es gibt natürlich wieder Bulli in der Mitte. Pass.
Jetzt fährt der Goalie aus dem Tor hinaus, was dann üblich ist, wenn es im Eishockey eine Strafe für den Gegner gibt. Und die gibt es auch. Powerplay für die Mannschaft des IC Red Bull Salzburg. Alles in allem fiel mir als Reporter auf, dass es relativ wenig Strafen gab und eigentlich eine, wie ich finde, sehr faire Partie gespielt wurde. Aber so soll Eishockey ja auch sein. Hart, aber fair. Jetzt wieder Bulle vor dem Tor der Gäste. Pass, das Spiel wird fortgesetzt. Und wie wir sehen können, geht es beim Eishockey natürlich auch ordentlich zur Sache. Schuss! Das war jetzt ein herrlicher Save von Fabian Horn in Tor der Gäste. Nachschuss. Und wie gesagt, ein herrlicher Einsatz. Beide Goalies konnten sich mehrere Male auszeichnen. Super Partie auf jeden Fall und Gratulation an beide Goalies zu ihrer ausgezeichneten Leistung. Pass. Neuerlicher Versuch. Schöne Kontermöglichkeit. Gut aufgepasst von Thomas Pfarrmeier. Dort der Gastgeber. Ja, gab es natürlich noch eine Spielunterbrechung. Hoffentlich ist da nichts Gröberes passiert. Ja, es gibt auf jeden Fall Bulli und einen Spielerwechsel. Bulli vor dem Tor von Thomas Pfarrmeier. Wie gesagt, eine ausgezeichnete Leistung. Ich kann mich an dieser Stelle immer nur wiederholen. Pass, Schuss, abgewehrt, Pass, aber auch da bringt es nicht wirklich etwas hin. Pass, es steht in dieser Phase aktuell 5:5, alles also offen, für Spannung war also gesorgt. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger bleiben natürlich hinten hier. Pass. Bringt allerdings nicht sein. Sehr gut aufgepasst von Fabian Horn. Passt. Jetzt wieder ein neuerlicher Versuch. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Pass, aber der Puck geht auf jeden Fall vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch.
Gut aufgepasst von Thomas Pfarrmeier. Hier hätte es durchaus scheppern können, was allerdings glücklicherweise nicht der Fall war. Das Bulli wird natürlich vor dem Tor von Thomas Pfarrmeier ausgeführt. Safe war wahrscheinlich sehr wichtig für das Selbstvertrauen und auch an dieser Stelle natürlich für das Team. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der KRC bleibt natürlich am Puck und solche Aktionen von einem Goalie können natürlich über Sieg oder Niederlage entscheiden. Gut aufgepasst von der Abwehr. Der KRC bleibt allerdings vorerst am Puck. Fabian Hochecker, der den Ausgleich zum 4:4 erzielt hatte, haben wir gerade mit der Nummer 97 gesehen. Sehr gut gemacht. Und auch auf jeden Fall das Stellungsspiel von Thomas Pfarrmeier gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und verdient auch die Schulnote 1. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Wiederum Kontermöglichkeit. Das sollte man vielleicht noch mit einem Tor krönen, aber leider ging der Puck in dieser Phase doch sehr am Tor. Die Salzburger bleiben unten drinnen. Tor, weiterer Treffer. Es steht auf jeden Fall 6:5 und Maximilian Hengelmüller zielte einen auf jeden Fall entscheidenden Treffer knapp vor dem Ende dieser Begegnung. 6:5, der erfreuliche Spielstand. Alles in allem ist zu sagen, dass das Spiel auf jeden Fall von beiden Seiten her sehr gut geführt wurde und jetzt gibt es gerade ein Timeout, was mir die Gelegenheit gibt zu erwähnen, dass es auf jeden Fall beim Spiel Salzburg gegen KC immer ordentlich zur Sache ging. Ein Eishockeyspiel, wie es auch sein sollte. Bei einem Timeout hat der Trainer die Möglichkeit, weitere Anweisungen zu geben. Jeder Mannschaft stehen pro Spielabschnitt 2 Timeouts zu. Das Timeout, das 30 Sekunden dauert, ist beendet und ja, die Gäste lassen auch ihren Goalie am Eis. Es wäre vielleicht bei einem derartigen Spielstand nicht ganz unüblich, den Goalie vom Eis zu nehmen und durch einen sechsten Feldspieler zu ersetzen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass dann die Mannschaft, die mit Goalie spielt, ein weiteres sogenanntes Empty Net Tor erzielt und somit einen Sieg fixiert. Ob es in dieser Phase natürlich, wie gesagt, nicht der Fall war, war auf jeden Fall besser. Die Salzburger gewinnen diese Begegnung klar und auch verdient mit 6:5 und dazu möchte ich auf diesem Weg recht herzlich gratulieren. Hier sehen wir noch einen Bulli. Es laufen die letzten Spielsekunden und auch das Spiel ist beendet. Endstand 6:5 für die Salzburger. Sieg zu 5 für Salzburg. So lautete das aus Sicht der Gastgeber erfreuliche Endergebnis in einem sehr spannenden Spiel, das wohl nichts für schwache Nerven war. Der Siegtreffer fiel, wie schon gesagt, erst kurz vor dem Ende und natürlich ist ein derartiger Gegentreffer, der letzten Endes auch entscheidend ist, kurz vor dem Ende für jeden Goalie relativ schwierig zu verkraften. Ich denke allerdings, dass auch sowas zum Sport dazugehört und gratuliere auf diesem Weg den Eisbullen zu diesem knappen, aber wie ich finde, verdienten Sieg in einem Krimi,
der für Eishockey-Fans alles bot, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Eine spannende Sache. Und mit diesen Informationen sind wir auch schon wieder fast am Ende der ESA ausgewählter Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wünsche also jetzt noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn.